Ja, hallo liebe Leute. Heute wollte ich zeigen, dass man auch aus einem 0815 Kartoffelsalat noch ein bisschen was rausholen kann. Ich denke mal, viele kaufen das, essen das vielleicht auch so, schmeckt ja im Grunde genommen auch so, man kann das ja so essen, aber ich finde, da fehlt immer ein bisschen was. Und ja, da wollte ich sagen, was ich so reinmache. Ich meine, ich kaufe das auch ab und zu, ja, wenn das schnell gehen muss oder so, dann ich habe auch keine Lust, alle Nase lang jetzt, sag ich mal, Kartoffeln zu schälen und zu kochen und so weiter. Das dauert wirklich viel zu lange, ne? Und da ist so ein gekaufter Kartoffelsalat eigentlich eine gute Alternative, ne? Aber grundsätzlich, wie gesagt, fehlt da immer was und das Aufpeppen nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber ich meine, die Zeit, die man jetzt durch das ganze Kochen gespart hat, kann man natürlich ein bisschen da reinstecken, dass er wirklich besser schmeckt. Mache ich rein, das sind die Wurstreste, die ich noch im Kühlschrank hatte. Der Kartoffelsalat da in der Büchse, die Gurke, bisschen Paprika und dann werde ich noch zwei, drei gekochte Eier reinschneiden. Und dann ist es auch schon gemacht. Ne? Das ist keine Arbeit von 10 Minuten. Und dann schmeckt er auch wesentlich besser als man den, als der Salat, den man gekauft hat. Die Wurstreste werde ich hier gleich stark durchbraten, damit sie auch wirklich schön knusprig sind. Ja, wer es mag, kann sie halt weglassen. Ich habe es jetzt da, ich werde das jetzt nie wegschmeißen. Ne? Von daher werde ich das in den Salat reinmachen. So, für die Kinder werde ich noch so eine Wurstkrake machen. Ja, die wird hier am Ende eingeschnitten, in der Mitte geteilt. Dann kann man die schön in die Pfanne legen und braten. Und wie das aussieht, zeige ich euch gleich. So, die Wurstkrake habe ich hier quasi so vorbereitet, ne, sieht man die losen Enden und dann muss man nur in eine Pfanne schmeißen und dann biegen die sich quasi ein und das nennt dann hat meine Tochter Wurstkrake genannt. Ne. So sehen die Wurstkraken in der Pfanne aus. Ne. Was ich noch sagen wollte, ganz wichtig ist, dass wenn ihr solche Wurstreste benutzt, ne, guckt, dass die nicht schmierig sind oder so. Na, kann sein, dass sie schon eigentlich schon schlecht sind, obwohl sie vielleicht noch nicht so aussehen. Spricht aus Erfahrung, ich habe schon ganz schwere Magenkrämpfe mit sowas gehabt, ne, weil ich da nicht drauf geachtet habe. So würde der Salat bei uns heute aussehen. Ja, die Wurstkraken habe ich oben drauf gelegt. Das ist ja das Erste, was die Kinder so wegpicken. Ne? Ja, und dann ist es einfach, simpel und schmackhaft so. Ne? Der Kartoffelsalat ist soweit fertig. Ne? Wie gesagt, das hat keine 10 Minuten jetzt gedauert, das Ganze. Ne? Ich meine, das ist ja kein großer Topf gewesen. Ja, grundsätzlich richtet sich das halt nur an die Leute, die entweder so eine Produkte jetzt benutzen und nicht wissen, was sie damit tun sollen und das einfach so essen oder keine Inspiration haben oder keine Lust. Ja, ich habe jetzt auch nur das benutzt, was ich da habe. Ich habe jetzt dafür nichts gekauft. Und von daher ist das alles im Rahmen geblieben. Ne? Wie gesagt, so ein Kartoffelsalat kriegst du ja relativ günstig im Supermarkt und wenn du die Sachen da hast, was ich da so da habe, dann ist halt ohne Probleme machbar. Ja, schmeckt dann auch wesentlich besser, das würde man dann merken. Und von daher, danke fürs Zugucken, bis bald.